Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik und ich möchte euch heute einmal die Stihl MS201C vorstellen. Und zwar ist das die Ausführung mit der Emtronik, die aktuelle Ausführung. Heißt im Unterschied, die alte haben noch keine Elektronik gehabt, also heißt elektronische Vergasersteuerung. Hat den Vorteil, die Maschinen gehen dadurch besser, entsprechen Euro 5 Abgasnorm, also sehr sparsam, wenig Abgase. Ja, jetzt technisch auf dem neuesten Stand. Die 201er ist eine Leichtbaumaschine, Profimaschine. Profimaschine heißt Metallgehäuse, kein Kunststoffgehäuse. Ihr habt Schnellverschlüsse an die Tankdeckel. Ihr braucht zwar bloß immer auf die Markierungen achten. Also so ist der Tank zu. Aufklappen, Viertelumdrehung hier auf diese Markierung. Dann könnt ihr den Deckel runternehmen. Beim Draufsetzen darauf achten, dass er in der Position draufgesetzt wird. Drücken und drehen. Dann nochmal ziehen, dass er wirklich verriegelt ist und wieder zuklappen. Beim Öl ist das ganz das Gleiche. Ihr habt ein super Antifibrationssystem mit Stahlfedern, das heißt, dass die Säge weniger vibriert. Ist also auch sehr angenehm vom Arbeiten im Vergleich zu den alten Maschinen, wenn ihr nur die alten mit den Gummidämpfer habt. Dann habt ihr wie bei allen Profimaschinen eine verstellbare Ölung. Das heißt, hier bei dem Loch, da ist eine Schraube drunter, da kann man die Ölung einstellen, dass mehr oder weniger Kettenöl kommt. Das ist also auch eine ganz praktische Geschichte. Ihr habt eine Leichtbauschiene. Also die meisten Kunden kaufen es mit 35 cm. Das heißt, die hat einen leichteren Spezialkunststoffkern, der wohl extrem widerstandsfähig ist, aber leichter im Vergleich, die ganze Maschine dadurch nochmal macht. Ihr habt einen Winkelspanner von der Kettenspannung her. Heißt, ihr könnt es hier locker machen. Schlüssel ist auch immer dabei beim Werkzeug. Und nach rechts wird es strenger, nach links wird es lockerer. Die Kette sollte so gespannt sein, dass ihr es ungefähr so weit rausziehen könnt, ohne dass ihr die ganze Säge in der Hand habt, dann ist es okay. Die müsste jetzt ein bisschen nachgespannt werden, die ist ein bisschen zu locker, weil die schon leicht selber runterhängt. Aber wie gesagt, bevor man schneiden wollte, müsste man nochmal nachspannen. Ihr habt so eine Vollmeißelkette. Das ist eine Pico-Kette mit 1,3, eine kleine Kette, aber Vollmeißel für höchste Schnittleistung. Weil es ja eine Profi-Pflegemaschine ist, man kann natürlich auch Halbmeißelketten drauf machen, wenn man sagt, man macht jetzt mehr Ausastungen oder andere Arbeiten im Vergleich. Also wie gesagt, ihr habt Metallgehäuse, Besonderheit, und ihr habt eine außenliegende Kupplung, so wie bei Husqvarna-Sägen. Hat den Vorteil bei dem Modell, dadurch habt ihr einen weiter außenliegenden Schwerpunkt, heißt, ihr habt ein besseres Handling vom Sägen her. Ist also eine ideale Pflegemaschine, wo man natürlich auch kleine Bäume damit fällen kann oder zum Bäume abtragen oder ähnliche Arbeiten nehmen kann, weil die sehr leicht und leistungsfähig ist. Der Tank ist auch durchsichtig, da hat ihr nur 6 Würfel Sprit, das noch drinnen ist. Vom Startvorgang her ist es eigentlich auch einfach. Es ist eine Emtronik-Maschine, das heißt, ihr drückt zum Sperrhebel, gibt es Vollgas, geht es auf Startposition, dann zieht es an, dann läuft die leicht an oder geht wieder aus, dann geht es halt noch einmal Stufe hoch und dann läuft sie, wenn ihr wieder gezogen habt. Wenn ihr Gas gibt, geht ganz normal auf Standgas. Man kann es aber auch mit Standgas sehr gut starten. Wichtig ist, wenn man es ausmachen möchte, der geht automatisch auch zurück. Also ihr könnt es nicht vergessen, dass ihr es auf aus habt. Also wenn es schon gelaufen ist und warm ist, geht es einfach auf 1 Betrieb und dann könnt ihr die ganz normal starten. Startvorgang natürlich wie bei allen Maschinen am besten immer die Bremse reinmachen. Dann kann von der Sicherheit nichts passieren. Ihr habt so einen Elastostarter, Leichtstarter, das heißt, hier ist eine Feder drin. Wenn man da zieht, merkt man hier, dann kann man das nachziehen. Das heißt, es wird nochmal abgefedert, dadurch ist es auch nochmal schöner vom Starten her. Ja, habe ich was vergessen? Nee. Also wenn ihr eine handliche Pflegemaschine im Profibereich haben wollt, mit Metallgehäuse, heute sind mit der MS201C super dran. Also ich habe Bauhöfe und Baubetriebshöfe und mit derer die ganzen Pflegearbeiten machen, weil das wirklich handliche, leichte Maschine ist und doch ordentlich Power schon hat. Also kann ich euch nur empfehlen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, macht es, gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir. Im ersten Kommentar verlinke ich euch auch wieder die ganzen technischen Daten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dankeschön.